Hey Leute, herzlich willkommen zu Growth. Das ist ein Strategie- und Puzzlespiel zum Entspannen und das gibt's auf Steam für 10 Euro momentan mit 10% Rabatt für 8,99 Euro, glaube ich. Ich habe einen Key dafür bekommen und es gibt auch eine Demo. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe es noch gar nicht gespielt und ich weiß auch gar nicht, wie das richtig funktioniert. Aber so vom Trailer her sieht das schon ganz nett aus. Wir haben ja auch sowas wie Entdeckung. Okay. Also einfach quasi Erfolge, so ein bisschen die Richtung. Nun gut, dann starten wir das Tutorial und schauen mal rein. Gut, Kamera können wir bewegen, yay. Die Welt von Growth besteht aus Kacheln. Jede Kachel stellt eine Landschaft dar. Zum Beispiel wird die Kachel mit den Bäumen darauf als Waldkachel bezeichnet. Eine Gruppe von Kacheln nennt man Biotop. Biotope, die du kontrollierst, haben eine weiße Umrandung. Wähle dein Waldbiotop mit der linken Maustaste aus. Dann machen wir das doch. Wenn du ein von dir kontrolliertes Biotop auswählst, kannst du alle Tiere sehen, die von diesem Biotop ausgesendet werden können. In diesem Fall hast du nur Hirsche zur Auswahl. Die Gesamtzahl deiner Tiere kannst du am unteren Bildschirmrand sehen. Wähle einen Hirsch mit der linken Maustaste aus. Dann wählen wir doch mal den Hirsch aus und Hirsche können kurze Distanzen über Land zurücklegen. Ach, ich muss den da auswählen, alles klar. In Growth musst du deine Tiere senden, um die Welt zu erkunden. Ziel ist es, neue Biotope zu finden, um weitere Tiere zu erhalten. Das Senden von Tieren reduziert ihre Anzahl um 1 und wandelt die Kacheln in die dazugehörige Landschaft um. Wenn dir alle Tiere ausgehen, musst du von vorne beginnen. Halte die linke Maustaste gedrückt, um deinen Hirsch zur markierten Kachel zu schicken und das benachbarte Waldbiotop einzunehmen. Interessant. Ach, Moment. Nee, Moment. Hallo? Moment. Ach so, ach okay, das hat er nicht mehr anvisiert gehabt. Ja, dann schicken wir dich hierhin. Level abgeschlossen. So, während braune Kacheln karges Ödland darstellen, deuten dunkelgrüne Kacheln auf ein direkt angrenzendes Waldbiotop hin, das darauf wartet, von dir beansprucht zu werden. Diese werden Indikatorkacheln genannt. Heller grüne Kacheln sind weiter entfernt. Okay. Dies gilt auch für andersfarbige Biotope, die du findest. Beanspruche die dunkelgrüne Indikatorkacheln mit deinem Hirsch, um das verborgene Waldbiotop zu beanspruchen. Okay, das ist auf jeden Fall ganz gut zu wissen. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall auch noch nicht... Also man muss halt, soweit ich das gesehen hatte, nach und nach auch hier die Gegend erkunden. Wenn wir den Hirsch jetzt hier hinschicken... Genau. Dann deckt sich das ein bisschen auf und wir haben direkt mehr Tiere. Und da war jetzt auch noch ein Wildschwein dabei. Wildschweine können weite Strecken über Land zurücklegen. Ach, schon ein cooles Konzept so mit den Tieren. Gefällt mir bisher echt gut. Du bekommst neue Tiere, wenn ein Biotop genügend Kacheln in einer Landschaft hat oder wenn ein neues Biotop beansprucht wird. Tiere stehen global zur Verfügung, sodass du sie von jedem Biotop senden kannst, das die Mindestanforderungen an Kacheln erfüllt. Da du ein neues Biotop gefunden und beansprucht hast, hast du alle seine Tiere erhalten. Wähle dein neu beanspruchtes Biotop aus. Dann wählen wir das doch mal aus. Wunderbar, die Größe des Biotops besteht aus 6 Waldkacheln, wofür du 2 Hirsche und ein Wildschwein erhältst. Wenn ein Biotop die Mindestanforderungen für ein Tier erfüllt, kann es von dort gesendet werden. Wähle ein Wildschwein aus deinem neuen Biotop aus. Dann machen wir das doch auch. Es scheint ein weiteres verborgenes Biotop auf der rechten Seite zu geben, wie durch die hellgrünen Kacheln angezeigt wird. Leider hat ein Hirsch nicht genug Reichweite, um ihn zu erreichen. Glücklicherweise haben wir gerade ein Wildschwein freigeschaltet, das sich weiter bewegen kann als ein Hirsch. Sende ein Wildschwein zur markierten Kachel. Dann machen wir das doch. Yay, auch Level abgeschlossen. Es ist eine coole Idee. Schau mal, auf der anderen Seite des Flusses befindet sich ein großes Waldbiotop. Leider können sich Waldtiere nicht über Wasser bewegen, daher müssen wir einen anderen Weg finden, um es zu beanspruchen. Beanspruche die gelbe Indikatorkachel, um zu sehen, was sich dort verbirgt. Dann machen wir das doch.
Hirsch auswählen. Und was haben wir denn da? Eine Biene. Bienen können über Wasser fliegen. Ja, das ist mir bekannt. Gut. Wir haben eine neue Landschaft gefunden, die Blumenwiese. Wenn du die Welt erkundest, wirst du verschiedene Arten von Biotopen finden, die dir Zugang zu neuen Tieren mit unterschiedlichen Fähigkeiten ermöglichen. Wähle die Biene aus, dann wählen wir doch mal die Biene aus. Bienen können über Wasser fliegen. Lass uns diese Fähigkeit nutzen, um das Biotop auf der kleinen Insel zu beanspruchen. Dann machen wir das doch mal eben. So. Ausgezeichnet! Du hast das Biotop bestehend aus Wald- und Wiesenlandschaften beansprucht und all seine Tiere erhalten. Um das große Waldbiotop auf der anderen Seite des Wassers zu erreichen, müssen wir unsere Bienen in Reichweite bringen. Verbinde dafür beide Biotope in der Mitte, indem du die Kacheln zwischen ihnen mit Hirschen beanspruchst. Ganz kurz noch, also generell auch in der Kampagne, soweit ich das gelesen hatte, diese Karten sind immer zufallsgeneriert, also hat man immer quasi wieder was Neues, worüber man sich Gedanken machen kann, neue Rätsel, und das ist eine super Sache. Gut, das nur nebenbei. Und ich muss gerade nochmal schauen. Verbinde dafür die beiden Kacheln. Okay, dann müssen wir ja quasi mit Hirschen. Moment. So, einmal das, genau. Dann haben wir noch einen Hirsch. Dann haben wir die jetzt alle verbunden. Die beiden Biotope sind zu einem großen Biotop geworden. Da die Tiere immer im gesamten Biotop verfügbar sind, haben wir den effektiven Radius erhöht, in dem unsere Bienen gesendet werden können. Damit kannst du nun das große Waldbiotop erreichen, indem du eine Biene über das Wasser sendest. Oh, das ist halt echt nett. Das ist halt richtig, richtig nett, das Spiel. Genau, dann gehört das nämlich dazu und dann können wir hier unten die darüber schicken. So kann man halt auch, wenn bestimmte Tiere nicht so eine große Reichweite haben, das so ein bisschen, also Strecken verkürzen. Manchmal wirst du besondere Gebilde auf der Karte sehen. Es lohnt sich normalerweise zu versuchen herauszufinden, was dort verborgen ist. Lass uns den nahegelegenen Wald beanspruchen, der durch die grün gefärbten Indikatorkacheln angezeigt wird, um das Gebiet zu erkunden. Gut, dann machen wir das doch. Dann gehen wir erstmal hier hin. Großartig, wir haben das neue Waldbiotop gefunden und zwei Hirsche erhalten. Leider haben wir derzeit keine Anzeichen, um zu sehen, wo das nächste Biotop ist. Lass uns versuchen, einen Hirsch in die Richtung des Markers zu schicken. Dann machen wir das doch. Sehr gut. Wir können jetzt durch die Indikatorkacheln sehen, dass ein großes Waldbiotop in der Nähe des besonderen Gebildes ist. Aber wir können keinen Hirsch von einem einzelnen Wald ausschicken. Wir müssen ihn erweitern, um die Mindestanforderungen zu erfüllen, damit wir von dort einen Hirsch losschicken können. Lass uns einen weiteren Hirsch direkt neben den neu gewachsenen Wald schicken. Gut, dann machen wir das doch auch. Wir haben ein neues Biotop selbst erstellt und können nun Hirsche von dort aus losschicken. Schicke einen Hirsch zur markierten Kachel, um zu sehen, ob was sich unter dem besonderen Gebilde verbirgt. Wow, es ist eine antike Ruine einer verlorenen Zivilisation, eine sogenannte Sehenswürdigkeit. Sehenswürdigkeiten sind oft größere Gebilde, die mehr Tiere in einigen Fällen sogar besondere bieten. Mit den gefundenen Tieren können wir nun weiter die Karte erkunden. Versuchen wir auch die anderen Sehenswürdigkeiten zu beanspruchen. Alles klar, so. Dann mal gucken. Dann haben wir wieder das und dann müssten wir mal schauen. Ich würde ja mal auf der Seite schauen. So, da kommen wir auf jeden Fall nicht rüber. Jedenfalls nicht so. Aber das sieht hier halt schon wieder nach Bienen aus. Das heißt, wir haben jetzt hier noch einen Hirsch. Kann ich nicht. Warum wird das dann angezeigt? Machen wir das so. Dann haben wir da jetzt einen Hirsch. Dann können wir den nehmen, um einfach mal hier zu gucken. Und da haben wir jetzt auch eine Biene. Und die können wir dann losschicken, um hier rüber zu kommen. Dann machen wir das doch mal.
Level abgeschlossen. Es ist ein cooles Rätselspiel. Normalerweise Rätselspiele, ja, es kommt halt drauf an. Aber das ist wirklich cool gemacht. Neue Entdeckung, Wanderweg. Dies kann nur auf der Karte gefunden werden, alles klar. Ententeich haben wir auch gefunden. Inselruine haben wir gefunden. Waldruine haben wir gefunden. So, und war das jetzt das Tutorial? Mal schauen. Spielanleitung. Erkunde den Großteil des aktuellen Areals, um das nächste freizuschalten. Finde Sehenswürdigkeiten, um mehr Tiere zu erhalten. Erreiche den versteckten Vulkan, der die Natur bedroht, um ihn zu besänftigen. Das ist halt auch eine coole Idee. Gut, aber ich würde sagen, wir haben uns das Ganze mal ganz kurz angeschaut. Ich will das auch nicht so lang machen. Ich glaube, ich werde das für mich mal ein bisschen spielen. Let's Play, ich weiß nicht. Dann schlaft er mir noch alle ein. Aber ich glaube, ich werde das für mich ein bisschen spielen, wenn ich ein bisschen Zeit finde. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video und das macht schon auf jeden Fall Lust auf mehr. Gut, das war es erstmal wieder von mir und bis bald.